Wir haben schon einmal in einem anderen Bericht über die Fantasie von Kindern geschrieben. Es ging dabei um einen Geist, den zunächst nur die Kinder der betroffenen Familie sehen konnten. Doch später konnten auch die Eltern den Geist sehen und seine Wut spüren. In diesem Bericht geht es nicht um einen immer noch wütenden Geist, sondern um ein viel kleineres Wesen. Ein Kobold. Wenn ich an Kobolde denke, schießen mir immer viele Fragen durch den Kopf. Wie sehen wohl die weiblichen Kobolde aus? Können sich Kobolde wirklich unsichtbar machen? Und existieren diese kleinen Wesen denn überhaupt? Kobolde sind Märchenwesen, die meist als klein und frech dargestellt werden. Sie treiben immer allerlei Schabernack und freuen sich, wenn andere in Schwierigkeiten stecken. Manche glauben, dass wenn ihre Sachen unauffindbar sind, die kleinen Kobolde diese Sachen versteckt haben. Die gesuchten Sachen tauchen dann genau auf, wenn man sie nicht mehr benötigt und auch immer genau da, wo man eigentlich schon nachgesehen hatte. Denn immerhin sollen Kobolde auch die Eigenschaften besitzen, sich unsichtbar machen zu können. Also wäre dies doch ein leichtes Spiel für sie, oder? In unserem Bericht geht es um einen 8-jährigen Jungen, der das Glück oder eher Pech hatte, einen solchen kleinen Kobold gesehen zu haben. Der Sandweg, der den Jungen nach Hause führte, war noch ein wenig nass von den vielen Regen am Vortag. Der Weg machte eine kleine Kurve, die der Junge nur zu gut kannte. Gleich nach der Kurve würde der Weg wieder gerade werden. Doch an diesem Tag ereignete sich etwas, womit der Junge ganz sicher nicht gerechnet hatte. Ein kleiner Mann stand nicht weit weg mit dem Rücken zu ihm. Der Mann hatte schwarze Stiefel, eine blaue Hose und ein blaues Oberteil an. Der Kobold war gerade mal so groß wie eine Colaflasche. Das Wesen schien etwas zu suchen oder sich umzuschauen. Als der Kobold sich schließlich in die Richtung des Jungen drehte, bemerkte das kleine Wesen seinen geschockten Zuschauer und löste sich sofort in Luft auf. Der Junge war total verdattert. War das, was er gerade sah, Wirklichkeit? Der Junge stand erst noch mal ein paar Minuten da und musste sich erst einmal beruhigen. Dann rannte er, wie von der Tarantel gestochen, los und sprach die erstbesten Personen an, die er auf seinem Weg traf. Er erzählte ihnen, was er gerade gesehen hatte. Die Erwachsenen lachten ihn nur aus und hielten ihn für einen einfachen Jungen mit einer regen Fantasie. Doch einer der Erwachsenen war neugierig und wollte die Stelle sehen, an der er den angeblichen Märchenkobold gesehen haben wollte. Der Junge führte die Erwachsenen zu der Stelle, an der eben noch der kleine, komische Mann stand. Und zur Überraschung aller fand man an der Stelle tatsächlich kleine Stiefelabdrücke. Man machte Fotos von den Abdrücken und die Geschichte zog sogar Forscher an, die bis heute die Geschichte und die Fotos nicht als Fälschung enttarnen konnten. Was hatte der Junge also gesehen? Doch nur eine Einbildung? Aber wie sollte der kleine Junge die Abdrücke hinbekommen haben? Und wieso sollte ein kleiner, 8-jähriger Junge so etwas tun? Diesen Aufwand, nur um etwas Aufmerksamkeit zu bekommen? Bei einem 8-jährigen Jungen kann man das wohl ausschließen. Die Aufregung des Jungen war auch nicht gespielt, sagen zumindest die Erwachsenen, die zunächst eher skeptisch mit ihm mitgingen. Falls es wirklich ein Kobold war, hatte er vielleicht vor Schreck oder Schock darüber, dass er entdeckt worden war, vergessen, seine Spuren zu verwischen?
Oder hatte er vergessen, sich unsichtbar zu machen? Was auch immer der kleine Junge an diesem Tag sah, sicher ist, dass er was sah. Außer den Abdrücken konnte man hier auch keine weiteren Beweise finden. Doch es ist immerhin etwas. Und wenn wir noch einmal auf unseren früheren Bericht zurückgehen, bei denen man ebenfalls dachte, dass die Kinder einfach eine lebhafte Fantasie hatten, so ist doch das Ende hier gleich. Zunächst dachten alle, die Kinder hätten lediglich eine lebhafte Fantasie. Und im Nachhinein wünschten sie sich alle, sie hätten den Kindern schon eher Glauben geschenkt.